Der Olympiastützpunkt Tauberbischofsheim präsentiert mit freundlicher Unterstützung der Betriebskrankenkasse SNL die deutschen Meisterschaften im Florett. Erstmalig ausgetragen im direkten K.O.-System, so wie es Weltcup-Teilnehmer seit Jahren kennen. 69 Teilnehmer hatten bei den Damen, 72 bei den Herren gemeldet. Entsprechend ging es von Anfang an zur Sache. Ranglistenerste Karole Golubitzki war Favoritin bei den Damen, doch die Tauberbischofsheimerin focht vorwiegend passiv, wurde im Lauf des Turniers deswegen mehrfach verwarnt. Mehr Aktivität bei den Herren. Im Viertelfinale gab Dominik Beer rechts dem Koblenzer Richie Breutner das Nachsehen. Zur Freude von Vater und Olympiasieger Matthias. Eine Bahn daneben kämpfte André Wessels gegen Weltmeister Peter Joppich um den Einzug ins Halbfinale. Peter wähnte sich schon als Sieger, aber der Obmann sah in dieser Aktion keinen Angriff des Koblenzers. Peter, gewohnt bei einem 14:14 die Nase vorn zu haben, unterlag. Der Weltmeister geschlagen, am Ende Platz 5. Finale. Zum Auftakt dankte der Vorsitzende des FC Tauberbischofsheim, Matthias Kleinert, dem Vorstandsvorsitzenden der BKK SNL, Jürgen Hahn, für sein Engagement und überreichte ihm eine Erfolgsleiter. Erfolg auch für den FC Tauberbischofsheim, stellte er doch vor den 8 Halbfinalisten 6 Teilnehmer. Bei den Damen beklatschen die Zuschauer gleich 4 Endkampfteilnehmerinnen von der Tauber. Karole Golubitzki vorn gab im Halbfinale Katja Wächter mit 15:6 das Nachsehen. In der zweiten Paarung siegte Anja Schache links ebenso deutlich gegen Melanie Wolgast. Bei den Herren wollte Christian Schlechtweg rechts Benjamin Kleibrink, zurzeit Deutschlands Nummer 1, den Weg in den Endkampf versperren. Es blieb beim Versuch. Kleibrink siegte 15:9. Im Tauberbischofsheimer Bruderkampf Wessels links gegen Beer rechts zeigte Wessels, dass sein Sieg gegen Joppich nicht von ungefähr kam. Er setzte seine Siegesserie fort. Beim Endkampf der Damen, Golubitzki-Schache, war die SNL-Werbung in der Pause spannender als der Kampf selbst. Um Anja Fichtel und die Zuschauer nicht zu langweilen, zeigte der Obmann den Kämpferinnen die gelbe Karte und verkürzte den Kampf auf 1 Minute. Hier hatte dann Schache das bessere Ende für sich und bestrafte Golubitzki für ihre Passivität. Neue deutsche Meisterin Anja Schache, Tauberbischofsheim. Bis zu seiner Verletzung konnte bei den Herren André Wessels noch recht gut mithalten. Doch dann nahm Deutschlands Nummer 1 Benjamin Kleibrink das Heft in die Hand und wurde relativ unspektakulär deutscher Meister bei den Herren. Der Rest ist Tauberbischofsheimer Routine. Empfang der Sportler, Ehrengäste und Zuschauer beim Buffet zu heißen Rücken. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert vom Olympiastützpunkt Tauberbischofsheim mit freundlicher Unterstützung der BKK SNL.